Mit Beten und Nächstenliebe ist dieser Pandemie leider nicht beizukommen, aber ich meine, beten kann natürlich jeder alleine für sich zu Hause. Und damit diesmal kein herzlich willkommen, sondern erstmal vorab. Frohes neues Jahr an die, die ich jetzt nicht am 31. oder in der Nacht vom 31. auf den 1.1. gesehen oder persönlich ein frohes neues Jahr gewünscht habe. Denn ich habe vor lauter Langeweile gestreamt. Am 31. habe ich um 11 Uhr angeworfen abends, denn es war ja wirklich irgendwie eine recht ruhige Nacht. Und was lag es da nahe, dass ich bis zum VDSL-Abbruch einfach ein bisschen gestreamt habe. Wenn ihr übrigens weitere Videos von mir sehen wollt, dann liked doch einfach, abonniert den Kanal und bleibt einfach auch an den Twitch-Kanal mit dran. Twitch.tv/TotoClash. Beschreibung ist in der, oder der Link zum Twitch-Kanal ist unten in der Beschreibung. Und klar, ich bin Thorsten, Toto, und die Spiele heißt Clash of Clans und herzlich willkommen. So einfach ist das, also nicht heute mal mit mir, dem Fred, wie mir jemand schätzlicherweise gesagt hat, wie meine Begrüßung hier mal anfangen. Fand ich eigentlich ganz witzig, die Anekdote, aber ich meine, was willst du sagen? Du begrüßt einfach die Leute und ja, dann sagst du auch noch deinen Namen, oh Gott, und womöglich auch noch das Spiel. Aber das Spiel heißt hier nach wie vor bei mir Clash of Clans, und das neue Jahr hat ja ein bisschen heftig angefangen, also neues Jahr, neues Glück. Gleich die Liga, gleich der Pass, gleich neue Events, obwohl neue Events gibt es im Moment noch nicht. Aber was Neues gibt, das 2020 Year in Review, könnt ihr euch gerne anschauen. Ist ganz nett gemacht. Also da lässt Clash of Clans oder Supercell nochmal ein bisschen das Jahr Revue passieren, also inklusive WM und Updates und etc. Und wir haben natürlich den Grand Warden of the North, also dieser Warden, der eigentlich sehr, 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 sehr schick aussieht, muss ich sagen. Ich mag den. Vor allen Dingen die Animation, wenn man dann auf ihn klickt, wo er seinen Stab dann so wegwirft und wieder einfängt oder versucht einzufangen, er schafft es auch. Also der gefällt mir dieses Mal ganz gut, muss ich sagen. Und ich gehe mir aber trotzdem nicht durch, sondern ich spiele hier relativ normal weiter. Denn ja, ihr seht, ich habe auch meinen Bilderbob hier unten mal wieder hingeschickt. Also wir sind durch hier mit dem Update, war ja jetzt auch nur noch eine Mauer beziehungsweise die beiden Sachen, die da noch ausliefen. Also all Builders available, und zum Ende der Saison gab es dann natürlich richtig was hier in die Kasse, und deswegen ist natürlich ein bisschen traurig dann zu Passstart, dass du erstmal nichts in die Seasonbank hier reinbekommst, weil die müssen die erstmal ein bisschen was mopsen. Ich glaube, ich stelle die Lage einfach auch mal nach außen, dann geht das ein bisschen schneller. Und dunkle Truppen kann man sich natürlich auch jetzt extremst, muss ich mal so sagen, leisten. Ich weiß manchmal nur nicht, welche ich ausbilde. Ich denke, der Supermauerbrecher ist bei mir fast immer mit dabei. Aber die Super Wizards sind auch im Moment in aller Munde, komme ich aber im Laufe der Woche noch zu, euch da so ein bisschen was zu zeigen. Und es gab jetzt aber auch die erste Potion. Ich hatte das auch im Livestream verkannt, dass es die erste oder dass es hier im Goldpass drei dieser Potions gibt. Also dreimal die Super Potion hier, die neue, damit du dann kein Dunkles ausgibst. Ich hätte das fast schon bei einem Charakter von mir machen müssen, denn der Avatar hat ja im Moment ein bisschen wenig Dunkles, und ich spare eigentlich alles für den Gladiator und muss auch noch ein paar dunkle Truppen machen. Also liegt es da wahrscheinlich nahe, dass ich da dann eher ab und zu mal zu diesen Fläschchen greife, wenn sie denn verfügbar sind. Ab und zu gibt es sie ja auch im Pass, aber im Moment gibt es die nicht im Pass. Der Pass war die Tage auch ein bisschen komisch. Da war vorne was ganz, ganz ultra teures drin für 1500, zumindest bei einem meiner Chars. Und ganz, ganz rechts war das ganz, ganz günstige Zeug. Naja, günstig ist hier gar nichts, aber sei es drum. Wir sind aktuell auch in der laufenden Liga. Ich denke mal, ihr auch. Ich hoffe, das passt euch auch ganz gut. Mal wieder, Liga gibt ja kein Matchmaking in der Liga. Es gibt ja nur ein Liga-Ranking. Und da kann es einem her eher schwer oder eher leicht treffen. Ihr habt es auch gesehen. Ich bin im Clan Spätzle CWL. Wir spielen diesen Monat keine CWL beim Clan Spätzle mit Soos. Dadurch, dass wir einige Abgänge hier hatten, noch im Dezember, haben wir uns entschieden, dass wir Spätzle CWL und Spätzle 2 nur die Liga spielen in Champ 3. Und auch die anderen Clans, wo ich mich so rumtunnel, komme ich aber auch im Laufe der Woche. Das wäre jetzt ein bisschen viel, das alles in eine Folge zu packen. Komme ich da noch zu, wie es dort
oder wie es uns da ergangen ist und was da eigentlich nochmal so zum Jahresanfang ein ganz schöner Krampf war. Ein ganz schöner Krampf war auch mein erster Angriff hier. Und auch das habt ihr schon im Bildchen gesehen. Da stand nämlich so 99%. Ja, und es ging schon wieder los. Und ich habe auch gedacht, ich habe die Nummer 1 auf 99 gebracht. Ich meine, es ist ja schon nicht üblich, dass ich überhaupt nahe an 3 Sterne komme. Aber hier hat es mich doch ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Hier hat es mich doch ein bisschen geärgert. Und ihr seht auch unten gerade die Zeit. Es war natürlich ein Timefail. Und aber das war so ultra knapp. So 1, 2, 3 Truppen mehr Cleanup, also ein Ballon vielleicht weniger und dafür dann nochmal 5 Bogenschützen mehr oder ein Magier. Aber hinterher bist du immer schlauer. Mein King ist auch nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hatte eigentlich vorgestellt, der geht oben die Flanke lang, wo jetzt eigentlich auch die Queen lang geht. Egal, auf der Seite 3 Uhr den Glati gesetzt, um hier so ein bisschen noch weiter für meine Drachen zu funneln. Ja, ein Drachen-Messangriff hier. Drachen, sehr, sehr starke Truppe hier in Clash of Clans zurzeit. Das ist nicht Meta, aber der Dragbat vor allen Dingen im Moment ist unheimlich stark, wenn die Bases denn passen. Und ihr seht, ich bekomme auch noch den Scattershot, hätte ich gar nicht gedacht. Also da habe ich nicht mit gerechnet, so muss ich sagen. Und kann jetzt hier meine Loons und meine Drachen fliegen jetzt auch unheimlich, haben jetzt erstmal einen unheimlich weiten Weg, überhaupt erstmal hier reinzukommen. Knapp 40% habe ich schon gemacht und meine Bets kommen unten dann beim Magierturm. Habe jetzt auch nur 2 von den Wutzaubern noch und dann 6 Bet-Spells. Die Schergen da in der Mitte, die haben mich jetzt nicht gestört, also die super Lakaien. Und Wardenzündung relativ früh, denn hier unten am Rathaus hat sich nochmal richtig getummelt. Ein paar Loons da drin mit einem Drachen. Die Loons schaffen es natürlich nicht ganz, obwohl die auch ganz gut überleben da. Und dann kommt der Bedspell hier zum Aufräumen. Und jetzt hätte ich eigentlich schon die Bogies unten setzen müssen, damit ich nicht in den Timefail komme. Das habe ich aber versäumt. Jetzt habe ich sie erst gesetzt. Und damit war das dann hier doch irgendwo zu einem Timefail verdammt. Der Inferno fällt sogar noch. Klar, meine Bats schaffen das da nicht. Aber ihr seht unten die Masse an Drachen, die ich hier noch hatte. Und das sind jetzt noch 5 Stück inklusive der Wardenaura. Also dann dadurch haben die Truppen ja in seiner Aura etwas mehr Trefferpunkte. Man kann das leider nicht sehen, ob wann und wie das mehr ist. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Man sieht das anhand der Balken eigentlich, aber die Balken müssen dann mal mehr und mal weniger grün oder rot sein oder je nach Zustand der Drachen. Und ist eine coole Kombi, muss ich sagen. Übe ich im Moment auch ein bisschen mit. Fahren wir gleich auch mit, aber wir machen heute auch einen Live-Angriff hier in der laufenden Liga. Ich bin schon ein bisschen vorbereitet, klar. So on top mache ich denn doch keine Videofolge, also ich muss schon wissen, dass es eigentlich nur noch ein Wardenschlag gewesen wäre. Aber egal, starten wir das ja halt mit 99%, habe ich gedacht, Thorsten. Und das Tablet lässt noch heiler, aber wir haben den ersten Krieg ja auch 34-32 gewonnen. Im Moment liegen wir ein bisschen zurück. Denn der Gegner hat schon 2 Dreier gemacht und wir erst einen. Und dafür haben wir aber auch schon einen Einsterner gemacht. Hurra! Also müssen wir ein bisschen aufholen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich greife eigentlich immer direkt den ersten an, den ich habe, denn ich kann ja im Moment gar keine Ressourcen machen, wirklich überhaupt keine Ressourcen machen. Und deswegen nehme ich immer das, was ich kriegen kann. Wir nehmen hier mal den Blimp mit. Der hat den Feger da, den Feger dort. Okay. Ja, das könnte jetzt ein bisschen eng werden, aber wir gucken mal, wie wir hier reinkommen könnten und versuchen mal so ein bisschen hier reinzufunneln. Vielleicht Richtung Scattershot mal sehen. Aber ich denke mal, den kriegen wir ja nicht, weil ich jetzt auch keinen Mauerbrecher habe. Oder aber mein King geht da unten die schmale Spur entlang. Da könnte ich natürlich meine Queen lang schicken, wenn die da gleich geht. Die wird dann zwar im Inferno-Strahl sein. Mein King tankt hier unten schon mal. Oh, der hat Clanburg. Oh. Der hat Clanburg. Okay, da habe ich jetzt ja gar nicht mit gerechnet. Alles klar. Der hatte ein bisschen Clanburg. Macht aber nichts. Das sollten wir irgendwie hinbekommen. Und da ist jetzt noch der Loon. Da ist allerdings auch noch so ein Ultramagier. Okay, den haben wir auch wegbekommen. Ultramagier, alles klar, Toto. Toto und die Ultramagiers. Dann gehen wir hier oben mal rein. Ein Drachen hier zum Funneln, dass es hier so ein bisschen weitergeht. Und dann können wir, denke ich mal, gleich
über diese Flanke hier reingehen. Gehen wir mal hier hin und schicken jetzt mal unsere Loons hier ins Verderben, ganz klar. Und unsere Drachen hier mit rein, wurden kurz mal auf Luft gestellt. Den zünden wir auch ruhig schon. Das Pferdchen hier hinterher. Und dann kann es hier durchgehen. Ich gucke mal. Ich muss eigentlich mal gucken, wo ich jetzt die Bets hier ganz gut hinsetzen kann. Ich glaube, ich setze die Bets einfach mal direkt hier. Dass die ein bisschen Trouble mitmachen können hier unten bei den Drachen. Okay, das muss ich jetzt mal eben ein bisschen rumfriesen hier. Und dann hier noch den nächsten Fries gesetzt. Ich nehme mal meinen Royal Champion. Wo ist der eigentlich? Wo ist eigentlich mein Royal Champion? Okay. 1, 2, 3. Die können wir da noch setzen. Oh, die fliegen jetzt ein bisschen nach außen. Okay. Und der Adler ballert die ganze Zeit. Naja, ist nicht so schlimm. 2 Sterne haben wir. Und wie gesagt, im Moment geht ja ressourcenmäßig gar nichts. Also nur so ein paar Pokis machen und vielleicht ein bisschen üben mit der einen oder anderen Kombi, so wie es halt ganz gut geht. Und dann schlagen wir uns hier mehr recht als schlecht durch. Es gibt ja auch ein Spielchen zu machen im Pass, wo man mehrere Prozente machen muss. Beziehungsweise, ja doch, ich glaube, Prozente sind es. Die habe ich noch nicht ganz so gange. Ich mache mal so 1, 2, 3 Angriffe mit diesem Account. Ihr wisst, ich habe auch noch andere Accounts zu spielen, die auch im Moment in der Liga sind und mit denen ich auch heftigst beschäftigt bin. Mein Kaffee ist mittlerweile fast wieder kalt. Jetzt kann ich euch das leider auch nicht vorspulen. 68, mal sehen, ob es noch 70% werden. Aber das Kampfholz kann ich ja jetzt nicht wegmachen. Und der Drachen überlebte aber noch gerade so. Aber ich denke mal, oh, die 70 kriege ich nicht ganz. Ah, schade. Ich wollte gerade sagen, kriege ich nicht den ganzen Bonus. Aber auch der ist ja relativ egal. Im Moment zumindest. Denn das Ding ist natürlich auch pickepacke voll hier. Aber hier gibt es ja das Spielchen 2061. Wie viel muss ich machen? Achso, Housing Space. Ja, ich muss noch zweimal angreifen. Dann habe ich das hier auch. Und hiervon noch, auch noch ein paar gemacht. Also im Pass geht es ganz gut voran. Wenn auch eigentlich für mich unnötig. Aber ich spiele den Pass immer ganz gerne. Auch wenn es nur darum geht, dass wir hier nur die Verschnellerung haben. Also, oder die Verschnellbesserung haben. So, die muss ich eben mal rausmachen hier. Da brauche ich nämlich was anderes jetzt. Und zwar ein E-Drachen und 1, 2, 3. Lohns. Max bitte. Ich glaube, das war's. Ne? Ich nehme noch einen davon mit. Ja, das passt so. So, Tagesquest, Spendenquest. Und dann nehmen wir hier mal einen Hybrid hinterher. Ich muss mal eben gucken. Da unten der Hybrid, der ist ganz gut. Aber die normalen Mauerbrecher lasse ich weg. Ich habe ja die Super Mauerbrecher am Start. Und dann nehmen wir mal 1, 2 Stück von mit. So viel auch brauche ich nicht. 2 davon und vielleicht doch noch ein bisschen mehr Clean-Up. Ich habe immer so wenig Clean-Up dabei, Leute. Ich habe immer so unheimlich wenig Clean-Up dabei. Habt ihr ja gesehen, eben hat es nicht gereicht. Aber ich mache jetzt einen kurzen Cut und dann machen wir unseren Live-Angriff. Ich erkläre euch dann auch die Base, wie ich mir was gedacht habe. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Okay, meine Lieben, wir sind soweit. Wir können unseren Angriff machen. Warden würde ich sagen on air. Und dann gehen wir mal rein. Wie wir uns das eigentlich gedacht haben. Halt, der Warden muss auf Luft. So, jetzt ist er on air. Und zwar hatte ich mir ausgeguckt, die Nummer 2 hier. Ich glaube, Legendenbase würde ich fast so sagen. Fast Legendenbase. Ich muss ein bisschen aufpassen auf die Fähre. Ich muss ein bisschen aufpassen auf meine E-Drachen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rein. Und jetzt muss ich mal eben schauen. Das ist Multi, ja, mal sehen. Mal sehen, wie wir das hinbekommen. Ich wollte eine frühe Wardenzündung haben. Ich gehe über diese Flanke hier rein. Ich wollte eine frühe Wardenzündung haben. Und allerdings hier hinten müsste die Bauhütte, glaube ich, weg, damit mir nicht ganz so viel abdriftet. Aber wir gehen mal rein, hopp oder top, Leute. Ich bin ganz, ganz aufgeregt, aber egal, wir attacken. Wir attacken den jetzt. 0 oder 1, würde ich mal so sagen. 0 oder 1. Wir gucken mal, wir nehmen hier erstmal einen Loon, einen von denen hier. Und dann nehmen wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier unten wechseln wir eben noch einen Slammer. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So, wir schicken hier den Slammer mit rein. Unseren Warden. Frühe Wardenzündung, hatte ich ja gesagt. Machen wir hier. Und ich muss hier ein bisschen auf den Scatter aufpassen. Ja, ich weiß. Und auch hier so ein bisschen auf meine Meute da aufpassen. Oh, das sieht noch gar nicht mal so schlecht aus. Ich muss hier auf den Scatter aufpassen. Wie immer.
beziehungsweise immer noch, würde ich sagen. Und die fliegen hier noch ganz gut rum. Das sieht noch ganz gut aus. Und dann nehmen wir jetzt mal hier unseren King rein, unseren Babydrachen und auch unsere Queen. Noch schießt allerdings der Adler, das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Jetzt kommt da auch noch so ein dusseliger Hund raus. Okay, ich muss den nochmal friesen, glaube ich. Jetzt kommt hier noch so ein dusseliger Hund raus. Den frosten wir schon mal. Und da oben geht aber meine Queen. Zwei Sterne wären es ja in jedem Fall. Aber das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Der Feger hat mir doch ein bisschen arg da ausgemacht. Ich bin da nicht wirklich weit in die Mitte reingekommen. Die habe ich nicht richtig reingedrückt. Und also reingedrückt bekommen, so muss ich es mal sagen. Aber, naja, okay. Zwei ist besser als verkackt, ne? Entschuldigt bitte den Ausdruck, aber ich muss es ja mal so sagen. Oh, jetzt ist der Adler hier auf meiner Queen. Jetzt muss ich den mal fix zünden. Und vielleicht hätte ich den Slammer auch ein bisschen später setzen sollen. Denn die Multi-Infernos tun ja eigentlich gar nicht so weh, ne? Die tun ja eigentlich gar nicht so weh. 71%, das ist jetzt nicht viel. Aber wie gesagt, besser als nicht geschafft. Und ja, wir brauchen aber dringend 3 Sterner, wenn nicht sogar noch 2 3-Sterner. Oder der Gegner fehlt halt vielleicht auf meine Base, die hält gar nicht mal so schlecht. Und okay, das üben wir auch nochmal. Wir können ja ganz bequem mal nachbauen. Und nehmen mal den Slammer hier mit nach vorne. 2 von den Slammer kommt gleich nach. Perfekt. Und ja, mal sehen, vielleicht kriegen wir es ein bisschen besser hin. Aber immerhin. Mal was live gezeigt hier vom Rathaus 13. Im Laufe der Woche werde ich euch auch die anderen Rathausstufen so ein bisschen zeigen mit 2 Accounts oder mit 2 Accounts bin ich gar nicht mit in den Clankrieg, in der Clankriegsliga-Woche mit dabei. Das sind nämlich meine Kleinen, das ist ein 10er und einer meiner kleinen Elfer, das ist der Schief Barfuß. Da sind die ganzen Sachen doch nochmal, die Planung über den Haufen geworfen worden, aber dazu komme ich denn im Laufe der Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann schreibt es mir in die Kommentare und habt einen coolen Wochen- und Jahresstart. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, euer Toto. Clasht!